Herzlich willkommen zurück zu Borderlands General Knox DLC. Und ja, hier sind wir stehen geblieben. Knast haben wir hinter uns gelassen. Ganz genau. Und jetzt düsen wir hier runter. Bumm. Pass auf, dass du nicht auf die Bombe fällst. Ja, ja. Ich hab's schon gemerkt, ja. Okay. Und jetzt müssen wir wieder heimwärts. Genau. Ach, was kommt denn da schon wieder an die Krabbe? Auch nicht. Ein Landstreicher. Ah ja, die Lenkraketen sind schon geil, ey. Ja. Hammer. Die alles nicht. Hier ist eine Waffe. Da, siehst du? Sniper, wa? Lilane. Hm. Nee, eine lilane Combat Rifle. Hm. Mit zweimal Säure. Nice. Oh, hier ist ein Lebenskit. Oh, überall Geld jetzt. Oh, warte mal. Ja. Die droppen ziemlich viel Geld. Ziemlich viel. Also alles von den... Gib mir mal bitte den Schutz, falls jetzt auch nochmal so ein Weberknecht kommen muss. Alles von den Menschen, die sie gefressen haben. Hoho. Meine Güte, haben die aber viel gefressen, ey. Und sieht noch eine Schrotflinte. Warte mal, ich rüste mal die Combat aus mit zweimal Säure. Guck. Mhm. Dann auf geht der Peter. Feuerrate 10,2. Dann kommt ein Auto. Ist das nicht ein Artefakt hier? Nein, das ist ein Stein. Ach und so. Eine Granate. Ach so. Dann mal Vollgas. Mit Vollgas. Hier sind wir dabei. Mit dem Raketenwerfer würde Blackie jetzt Spaß haben. Ja, hier gibt es eine richtig nervige Mission. Die wären? Ja, so Haufen kleine Scheißer und also eine Zwerge, wisst ihr, Massen aber. Okay. Klingt doch ganz witzig. Ja, diesmal rabbe ich dich nicht, mein Freund. Diesmal nicht, mein Freund. Ah. Die Ridgeway. Ich würde sagen, wir sparen jetzt unser Nitro auf und rasen dann da voll durch die Absperrung durch und alle gucken so, hö. Also immer erst das Nitro machen wir wieder durch die Absperrung rasen. Machen wir einen auf Need for Speed. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie schießen mit Blattpatronen? Ach jo. Finden die Ladies in ihrem Leben, dass ihre Feuerkraft zu wünschen übrig lässt? Dann brauchen sie Engorge von Arschlass. Engorge. Und sie von Arschlass. Voll Arschlass, ja. Kennen wir das, ja, über Echo. Ist das der Satellit am Himmel? Ah, ja. Da ist wieder eine Sperre. Ah ne, jetzt müsste es ja eigentlich offen sein. Ja, ist offen, wir können durchfahren. Ich hab einen überfahren. Hallo, ich hab zwei überfahren. Sind neue Missionen verfügbar. Vielleicht sind es sogar drei. Es sind drei, weil der so blöd da im Weg rumstand. Und die Wand habe ich sogar auch angerammt. Oh ey. Boah, wie die. Boah, die Straße ist naturgemüllt, Jungs, ihr müsst aufräumen hier. Gibt ja nicht. Ich fahr Vollspeed. Ich jetzt auch. Du bist nur hier durchgekommen. Wodurch? Durch die Straßensperre. Ach so, da muss man ja drüber jumpen. Oh. Genau. Hab ich nicht gesehen. Und ich muss sagen, das DLC gefällt mir richtig gut. Hey, das macht richtig Spaß mit den Autos und über Autobahnen rasen und alles. Ja. Ja, da haben sie sich schon was einfallen lassen. Finde ich ja auch. Thank you.
Ja, eine idyllische Ruhe, ne? Mhm, irgendwie schon. Wie gesagt, wenn ihr die feines Auto hier nicht angreift, greifen sie irgendwie an. Haben Sie satt, mit einem Luftgewehr zu schießen, statt mit einer richtigen Flinte? Probieren Sie Encorch und Sie schießen immer diese Werbung, wa? Vollautomatisch, aus allen Rohren. Bringt mal wieder Big FM, Mann. Atlas lagert Waffen in einer Basis jenseits der Ferrums. Nichts wie hin. Dieses Waffendepot ist der Schlüssel zu Ihren Invasionsplänen. Wenn wir es zerstören, könnte es sein, dass Sie Ihre Pläne aus Kostengründen fallen lassen. Zumindest aber gewinnt der Widerstand, also... Oh, man kann so sich alles sagen, wenn wir uns persönlich treffen, muss dann doch über Funk kommen. Mein Echt? Gott. Sind wir gleich da. Hättest du dich mit uns gequatscht, wäre schon längst in Tiburon Junctions drin. Aber nee, nochmal kurz anfunken. Und mit Kack-Radio-Werbung kommen. Naja. So sind sie, die Weiber. Was? Oh ne, sag mir nicht, das Spiel ist jetzt verbuggt wegen dem Scheiß. So. Scheiße. Ne, immer nur hier. Immer wenn wir aus. Immer wenn wir wieder in T-Bone Junctions reinkommen, weißt du? Ja. Junction. Ich kann es nicht aussprechen. Ja. T-Bone Junction, keine Ahnung. Oh. Junction. Ich hab beinahe dich reingefahren, Mann. Kämpf nicht mit Waffengewalt gegen die Unterdrücker. Überlasst das Kämpfen uns. Falls wir die Zeit finden, euch zu verteidigen. Werdet ihr gestochen, stillt die Blutung so gut ihr könnt. Werdet ihr vergessen. Nein, die Garagentore gehen nicht auf. Ja, aber... Wir oh, was ist das denn? Was hast du gemacht? Warte mal, komm mal her, guck doch mal. Ich bin einfach nur gegen das Garagentor gefahren. Guck, warte. Warte mal. Ich will nochmal fliegen. Das ist ja wie bei GTA hier diese Höllenschaukel da, wa? Ja, genau. Bei oh, MW3 gibt es so eine Schaukel, ey, du fährst dagegen, pfing, fliegst erstmal 10 Kilometer weit. Ja, den Spielplatz da in Eden. Ja, genau. Den finde ich nur nicht, ich weiß nicht, wo der ist. Ne? Mhm. Nein, wir sind nicht tot. Ne? Oh, come on. Ich hab den Beat verloren. Oh, come on, get me down, oh. So. Alter, wie ich da gerade gesprungen bin, wie geil ja. Ist das. Scooter, übrigens, deine Mutter ist voll geil. Ja. Ich komme gleich zur Sache. Zwei Ziele müssen erreicht werden. Wo ist denn die Frau? Erstens, es muss ein Ziel sein. Du solltest mit deiner Recherche gnadenlos Bombendunkel. Gab eine Alien-Waffe. Was? Hm. Ja. Ah ja, ja. Also ist das mein Job. Ah, oh, das ist so eine scheiß Sniper. Danke. Geht die auch durch deine Rüstung? Anscheinend nicht. Vielleicht mal über Waffen verkaufen gehen. So, was machen wir jetzt? Warte mal, Banditenpatrouillen. Achso, das sind die Zähne. Bombe gefunden, Ladung platziert. Ach, das ist da. Das ist das. Das Trupp überlebt. Das passiert von alleine. Töte die Leutnants von. Das ist das auch. Informationen gefunden. Machen wir die noch. Was heißt, machen wir die noch? Ja, dann machen wir erstmal Schluss, weil ich habe ja noch Hunted Parts auch noch da zum Rendern. Weißt du? Okay, Mano. Und das sind jetzt auch wieder 6 hier oder 7 sogar schon. Oha. Wow, hoffentlich fahre ich nie runter. Hilf mir! Hör mal auf, Gas zu geben, Alter. Ja, geil. Ja, schon geil. Stehe ich halb hier auf der Strecke. Ja, ja. Komm. Ja. Warte mal, ich helfe dir. Och, och, nö. Ne, jetzt kommen wir nicht mehr. Jetzt kommen wir mal raus. Jetzt müssen wir aussteigen und unseren Killergriff machen.
Warte, wir machen es bei deinem Auto. Geht nicht. Ah, jetzt. Hauptsache raus, ey. Jo, hol dir sein eigenes. Nein! Nein! Ich mach den Wall Driver. Kennst du den schon? Den Wall Driver? Fahr ja nicht zu nah an mich ran, ey. Dreh's um! Scheiß Dreckskarre. Wir hätten uns einfach hier neu spawnen lassen können. Ja, genau! Alter, mein Fahrzeug ist fast kaputt, du Sack. Ja, da kann man schon ganz schön mit rumaffen, ne? Nur, dass die sich hier nicht so gut flippen lassen. Ja. Oh, hey, jetzt habe ich mein Auto, jetzt bin ich da ausgestiegen, weil es umgekippt war. Jetzt habe ich auf der anderen Seite kein Auto mehr. Oh, musst du bei mir einsteigen, oh. Weißt du gar nicht, wo das lang geht. Siehste. Ja, und ich brauch halt ein Navi, na und? Ist da jetzt halt mein Navi. Ach, ich könnte mir da drüben noch ein neues Auto holen. Nein! Ach, plus gut. Jetzt hast du ganz kacke gelaufen, ey. Ach, scheiße. Ich fahr schon mal los. Ah, warte mal, mir fällt was ein. Müssen wir von der Autobahn runter, oder? Nein, müssen wir nicht. Den haben wir noch gar nicht. Na gut. Ich dachte, wir hätten schon diesen anderen, den die Feinde fahren hier. Das Fahrzeug. Kriegen wir das noch? Ja, sicher. Geil! Da passen alle vier Spieler würden da reinpassen. Ach man, Blacky, wehe, du bist da nicht dabei, ey. Ich schätze dich dazu. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Aha. Ja gut, alles klar. Ja, und jeder kann mit irgendwas schießen oder. Und der Fahrer fährt halt, ne? Ja, der kann auch noch irgendwie schießen. Warte mal, ich muss mal was prüfen. Prüf nur. Okay. Okay, bin gleich da. Gottes Maria, Mutter, ey. So, jetzt müssen wir uns da wieder durchkämpfen, wa? Wieso ist wieder zu? Achso, nee, ich hab gedacht, wir müssen uns durchkämpfen. Nö, dann fahr erstmal ein Stück. Wir müssen aber dann, glaube ich, werden wir dann sehen. Okay, anscheinend bin ich dann vorbeigefahren. Ah, okay, ich weiß, wie lang. Da unten, wo ich dir gesagt habe mit dem ja. Kassettendings. Oh, nicht schon wieder unten lang kämpfen. Ach, das wollen wir holen. Okay, da renne ich kurz durch. Da rush ich durch jetzt. Genau. Eiscreme-Tag! Oh Mann, heute ist Eiscreme-Tag! Soldat! Mit Schlagsahne! Oh, ich lieb den Eiscreme-Tag! Oh Gott, ne. Kein Kommentar, Alter, ne. Lieber Gott, was war denn das? Ganz ehrlich. Noch perverse ging's wohl nicht, wa? Mann, das ist echt gemein. Bist denn du jetzt? Hier unten. Komm doch einsteigen. Na, ich wollte. Ich weiß. Ich brauche aber den heutigen Zugangscode. Ja, der Soldat redet doch gar nicht mehr, oder? Ich bin auf persönlichem Eiscreme-Urlaub. Paragraph 3-5. Eiscreme-Urlaub. Vorschrift besagt ganz klar. Wo ist denn der Code dann? Du hattest ihn. Ich hab's doch gesehen. Oh Mann. Oh nein, das ist nicht gut. Verdammt. Ich hab's vermasselt. Das ist der Derek. Ich hab blau gemacht, um mir das World's Largest Bullet anzusehen. Ich glaube, ich habe ihn dort verloren. Du hast den Zugang. Wo lang müssen wir jetzt?
Ach, wir müssen noch weiterfahren. Wir müssen noch weiterfahren. Ja, warte mal. So in etwa. Ich hab meine Eiscreme. Ja. Richtig geiler Jeep-Motor hat das Teil hier. Ah. Oh oh. Achso, ich dachte schon. Die ganzen Dinger liegen immer noch alle hier. Ja. Ich bin's wieder. Ich habe vom Admiral eine Geburtstagskarte gekriegt. Echt? Da ist ein Drache drauf und er sagt Feuer und Flamme für meinen Freund. Und mit dem Feuerstoß zündet er die Kerzen auf einer Torte an. Eigentlich ist das Unsinn. Es ist, als würde man den Rasen mit einer Atombombe mähen und ich habe auch gar nicht Geburtstag. Ich muss dich killen, damit ich hier weg kann. Oder du bringst dich selbst um und ersparst mir die Mühe. Oder wir bringen dich um, dann brauchst du hier auch nicht mehr weg. Oder wir bringen halt dich um und du hast hier keine Probleme mehr. Genau. Hätten wir es leichter, du hättest es leichter, dann wär's doch was. Ja, gefühlte 3 Grad draußen oder so. Herrlich. Ach so, das ist ja jetzt. Haben wir noch eine andere Mission? Warte mal, Bombe, Ladung, Code gefunden. Ach so, den Code müssen wir erst finden. Was, die Läden haben neues Inventar? Warte mal eben, die Läden haben neues Inventar, muss ich mal kurz gucken. Im Ernst jetzt. Dieses Weib ist Rache. Tötet die Leutnants. Achso. Nee, es gibt kein neues Inventar, was laberst du? Naja, gut, dann lass. Code gefunden, machen wir jetzt doch, oder was? Oh ja, wenn die Zeit um ist, dann... Dann machen wir eben da einen Schnitt, da sind ja überall Speicherpunkte, wisst ihr? Wir haben Engorge noch nicht ausprobiert, warum nicht? Wegen der Nebenwirkungen sollen ein paar nässende Bäume sie davon abhalten, die Frau zu befriedigen, die sie niemals kriegen werden? Holen sie sich jetzt Engorge und ihr Leben wird nicht mehr das alte sein. Ich habe die nötigen Teile beisammen. Die Mission verläuft planmäßig. Der Zünder dürfte fertig sein, wenn du den Tod hast. Auf jeden Fall, Ende. Danke für den Tipp, den keinen interessiert. Hab den Code. Level up. Das einzige Produkt, für das der berüchtigte Frauenhelden persönlich wirbt. Mr. Shane. Oh, wer nervt denn? Wenn du den Code hast, kannst du unsere Verwendung wegkommen. So, mal. Punkt verteilen. Gut, die können wir wieder wegfahren, gell? Ja. Gut. Aber den muss ich noch töten. Kopfschuss. Weil er genervt hat. Sprengkapsel erhalten. Ey, wo ist mein Auto?
Rechts. Da habe ich es aber nicht hingestellt. Das war die Spawn Bake. Ein grünes. Was ist jetzt noch hier? Ah, jetzt müssen wir wieder zurück. Na gut. Na gut. Und einmal wieder zurück. Rülps, Prost. Jo, jo, jo. Bounce, 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 bouncy, Betty, bounce, 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 bouncy, Betty. Der fährt natürlich schon wieder, ja. Wieso? Du nicht? Doch, jetzt gerade. Noch 20 Kilometer bis T-Bone Junctions, das geht aber. Ja, können wir noch ein Nickerchen machen. Oh. Straßensperre. Und noch laufen. Warum ist jetzt eine Straßensperre? Tja. Keine Ahnung. Weil sie uns ärgern wollen? Die dürfte hier doch gar nicht sein eigentlich. Lauf einfach weiter, scheiß drauf, lauf einfach. Wenn es zu hart wird, schmeiß ich mein Geschütz dazu. Sterbe leise und langsam. Ah, hier liegen doch diese manchmal diese Dinger. Müssen wir auch noch einige einsammeln. Jetzt wäre mir so ein Tempo-Ding ganz recht. So ein Tempomod, ist ein Tempomod dabei? Ist ein roter. Blauer. Ist der noch knirscht, wa? Mhm. Ich krieg grad die Kugel durch den Arsch gejagt. Ist es normal? Nee, ne? Ja, manchmal schon, ne? So, dann haben wir. Mal gucken, wo die scheiß Sprengkapsel liegt. Die können wir ja mal umbringen. Oh, ich habe so eine schnelle Kapsel erwischt. Och Mensch. Bist doch so schon schnell genug. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ah!
Zurück oder du schießt. Okay, dann schieß doch. Ich bin draußen und du? Ich muss mal am Arsch lecken jetzt. Schnell, spawn uns Autos. Toll. Dankeschön für den Racer. Was? Du hast einen Racer gemacht. So wie die da standen, habe ich sie nur gedroppt. Ja, jetzt kannst du loslegen. Also wirklich, danke für die Räder, bitte. Will ich nicht haben, Junge. Ja, findest du witzig, wach? Ja, ja, für mich auch. Haben wir die Sprengkapsel überhaupt jetzt gefunden? Warte, wir fahren drauf zu. Okay, jetzt nicht schießen. Hier, warte. Wir sind hier runter, glaube ich. Sicher? Ja. Zeigt da irgendwas an? Warte mal, ich kann ja nochmal. Ne, wir müssen doch nicht hier runter. Siehst du? Wo ist mein Auto? Hinter dir. Ach ja. Ich stand gerade Fort Knox auf dem Schild. T-Bone Junction. Ja, und da können wir noch einen Schnitt machen. Ist jetzt schon bei 28. Oh. Vorsicht, enge Straßen. Ich habe schon meinen Boost ausgemacht. Hey Mann, hier ist Scooter. Ich könnte dich brauchen für ein bisschen richtige Arbeit. Komm her und ich gebe dir noch einen Job. Scheiße. Hätte abbiegen müssen. Wollen wir mal gucken, ob es diesmal wieder passiert? Entweder müssen wir es jetzt hier bei der Tussi abgeben, ja. Ach, die hat das Ding. Jetzt werden wir etwas Dampf machen. Ich werde dich von hier aus beobachten. Überlasst das Kämpfen uns. Falls wir die Zeit finden, euch zu verteidigen, werdet ihr gestochen, steht die Blutung so gut ihr könnt. So, ich hole noch mal die Mission, ne? Mit Auto? Ne, hier vom schwarzen Brett draußen. Und wird nächste Mal gleich... Ich hab noch einen Job für dich. Ah, die Öl. Sugar. Skyscreeper töten. Ja, das ist so ein, wie sagst du, Leberknecht? Weberknecht. Ja. Leberknecht. So, hat er jetzt hier gespeichert? Ja, ich glaube schon. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Daumen hoch, Kommentare und ihr könnt uns gerne auch abonnieren. Mhm. Tschüss. Tschüss.